Der Thorner Verlag für deutsche Literatur www.thorner-verlag.de präsentiert den Buchtipp. Monika Thorner ist zu uns gekommen. Ich freue mich immer sehr, wenn du da bist, denn dann weiß ich wieder, dass wir außergewöhnliche Bücher vorgestellt bekommen, denn dein Verlag ist auch ein außergewöhnlicher Verlag. Das hast du sehr freundlich formuliert. Allerdings komme ich diesmal alleine, nicht in Autorenbegleitung wie letztes Mal. Letztes Mal war Vita De Luna da und wir wollen sie doch an dieser Stelle wenigstens herzlich grüßen, weil sehr ich gerne. Weiß, sie schaut uns zu. Herzliche Grüße, das war ein schöner Einstieg in der letzten Woche mit ihr als Autorin, ja. Die ja auch ein sehr, sehr schönes Buch zum Träumen fast auch geschrieben hat. Da geht es auch um eine Heldenreise, um eine junge Frau, die ein bisschen gehandicapt durchs Leben gelaufen richtig. Ist, aber trotz alledem ihren Weg gegangen ist. Ja, richtig. Bücher sind ja dafür da, um einzutauchen, um zu träumen, um Freude zu bereiten. Das schaffst du immer mit dem Verlag, weil du eben diese außergewöhnlichen Bücher präsentierst. Ja, ich bin immer auf der Suche nach besonders originellen, witzigen Autoren und helfe denen einfach bei der Realisierung dieses Werkes zum Buch, weil der Weg ist ja nicht für jeden selbstverständlich. Mhm. Es gibt so viele Manuskripte, die in irgendwelchen Schubladen schlummern und manchmal trauen sich die Leute gar nicht zu, dass das draußen erfolgreich sein könnte, dass das gern gelesen wird. Oder sie wissen den Weg dorthin nicht und dann helfe ich gerne. Und dann kriegt man vielleicht auch so ein richtig schönes Buch mit seinen eigenen Gedanken, mit seinen eigenen Träumereien zustande, mit Hilfe von dir. Das ist ganz wichtig. Also können wir einen Aufruf fast machen an unsere Zuschauer. Ja, also wer das Schreibertalent entdeckt hat, der kann sich an dich mal wenden. Richtig, nur Mut, weil es werden immer die gleichen Autoren gelesen. Und ich bin immer auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem und ich helfe gerne. Und was mir besonders wichtig ist, es ist immer das Buch des Autoren. Natürlich greife ich ein bisschen ein, aber nur regulieren da, wo es sein muss. Aber es bleibt immer sein Werk, es bleibt immer authentisch und das ist ganz wichtig. Mhm, absolut. Authentizität, das Wichtigste im Leben. Und richtig. Auch du bist Authentizität pur, wenn es um deine Bücher geht. Auch wenn du manchmal hinter einem Deckmantel dich verbirgst. Ja, aber ich komme heute gar nicht so sehr als Autorin. Ich komme eigentlich schon als Verlegerin und nehme mich da auch gerne zurück. Ich habe das mitgebracht, das Buch Die 12 Drachenkinder, genau. Die Geschichte ist gern erzählt. Es geht um ein Drachenehepaar, was sich seit vielen, vielen Jahren Nachwuchs wünscht und es klappt nicht. Und dann eines Tages lesen sie in der Drachenzeitung, dass im Drachenfundbüro ein befruchtetes Ei abgegeben worden ist. Und dann gehen sie dorthin und bewerben sich und bekommen tatsächlich dieses Ei zugeteilt. Und jetzt rollen sie es nach Hause und warten nun mit Spannung darauf, was da drin ist. Und das dauert natürlich viele, viele Jahre. Bis denn tatsächlich der Erste schlüpft, sondern baden sie ihn und sind ganz glückliche Eltern und kommen zurück zu dem Ei. Da haben sich dann noch weitere 11 daraus geschält aus dem Ei. Das heißt, dieses Drachen-Ehepaar ist dann plötzlich Eltern von 12 Drachenkindern geworden. Und die sind, trotzdem sie in einem Ei waren, so unterschiedlich, wie man sich das kaum vorstellen kann. Jedes Einzelne hat seine Besonderheit, seine besondere Begabung, vielleicht auch seine besondere Neigung, auch sein besonderes Handicap. Der kleinste Drache kommt aber auch ganz groß raus. Ja. Ja, er wollte so gern mit in den Drachenkindergarten, aber er war noch zu klein. Und dann hat er die Pumps von seiner Mutter angezogen, um sich ein paar Zentimeter hoch zu mogeln. Und die Drachenkindergärtnerin hat es auch nicht bemerkt. Also dieses Buch, man merkt es schon wieder, das ist mit ganz viel Liebe gestaltet. Ne? Und das ist auch etwas, was dich als Verlag sowas... Ja. Ja. Zu sowas Besonderem macht, denn du kümmerst dich nicht nur, dass das Schriftliche gut umgesetzt wird, sondern dass das ganze Buch auch sehr ansehnlich verkauft wird. Ja, illustriert hat das die renommierte Kinderbuchillustratorin Renate Müller aus Hamburg. Sie gehört auch der Künstlerakademie an. Und sie war ganz entzückt von meiner Anfrage, ob sie Lust hätte und hat mir das Buch förmlich aus der Hand gerissen, hat gesagt, bitte lassen Sie es mich malen. Und es ist ihr so schön gelungen, dass das insgesamt ein sehr schönes und rundes Werk ist. Es ist ein Buch für Jung und Alt, die 12 Drachenkinder. Das heißt, es ist eine schöne Geschichte, die man den Kindern vorlesen kann, aber die man auch als Erwachsener ganz gut in sein Leben einbauen kann. Denn da geht es genau um das, wir sind alle
auch wenn wir alle auf dieser Erde sind, sind wir doch alle recht unterschiedlich. Ne? Ja, es ist also schon eigentlich ein Buch für Kinder, sagen wir mal zwischen 4 und 8 Jahren. Also eigentlich ist das gerichtet dann an Eltern, Großeltern, Pateneltern oder einfach Leute, die in ihrer Familie oder Bekanntschaft ein Kind haben, was sie mit diesem Buch glücklich machen können. Es kostet nur 9,90 €. Ich denke, das ist erschwinglich, auch als E-Book. Und es ist wunderschön, wunderschön. Es lehrt auch übrigens Toleranz und Respekt im Umgang miteinander. Genau, das da haben wir den Bogen wieder. Genau, und das finde ich ganz schön. Wobei ich immer sage, dieses Buch sollte man wirklich als Buch sich nach Hause holen. Auch ich bin großer Befürworter der E-Books. Aber mit den schönen Zeichnungen sollte man das eigentlich wirklich den Kindern auch zeigen. Und nicht nur Papier über die Elektronik. Bleibt Papier. Absolut. Ne? Zu dem Buch muss ich was sagen. Andrea, ich muss es dir aus der Hand nehmen, weil eigentlich muss ich mich ein bisschen schämen. Es ist gar nicht meine Art, mit einem kaputten Cover hier zu erscheinen. Aber ich las es im ICE gestern auf der Fahrt hier noch durch, um mich ein bisschen zu erheitern. Weil das Buch heißt Liebe oder die Chaos-Morpie-Methode von dem österreichischen Autor Vito Ventiset. Und ich musste, obwohl ich das Buch ja nun kannte, schließlich habe ich das ja lektoriert und redigiert, wieder so lachen, dass die Damen mir gegenüber fragten, was lachen Sie da, was lesen Sie? Ich sage, ja, hier. Und ich gesagt, ach, dann kaufen wir Ihnen das ab. Nein, sage ich, das muss ich morgen bei Astro TV vorstellen. Nein, wir kaufen Ihnen das ab. Und wir haben um das Buch gerangelt und die haben das Buch dabei zerrissen. Und komme ich hier mit einem Cover, können Sie sich das vorstellen, liebe Zuschauer? Und das ist schon defekt. So geht es natürlich nicht in die Verlosung. Selbstverständlich bekommt der Sender ein heiles Exemplar. Auch wieder ein Buch, was um ein Thema geht, das uns alle bewegt, nämlich die Liebe, aber auf eine sehr lustige, satirische, humorvolle Art geschrieben. Unfassbar. Also wer nicht gern lacht, für den ist das Buch nicht das Richtige. Ich fand das so schön, deine Geschichte, die du gesagt hast. Du hast wieder dieses Buch zum ersten Mal gelesen und trägst ja nun mal auch eine Brille, die du teilweise abnehmen musst. Hast du dir die Geschichte gemerkt? Ja, meine Brille war beschlagen vor lauter Lachen. Und wenn eine Verlegerin beim Redigieren schon so lachen muss, dann steckt wirklich ganz viel Witz und Satire drin. Das ist einfach ein Lesegenuss. Es erzählt die Geschichte eines Pärchens, und zwar in den Stationen vom Kennenlernen, über das gemeinsame Wohnen, über das Kindkriegen und über das Bauen eines eigenen Hauses. Es ist unfassbar, wie überspitzt und skurril diese eigentlich alltäglichen Lebenssituationen dargestellt sind. Es ist wonnig, kostet als E-Book und als Printausgabe 11,90 €, auch erschwinglich, denke ich, ein Lesevergnügen, par excellence. Der ganz besonderen Art, das sind aber alle deine Bücher, weil die mit ganz viel Liebe, da sind wir wieder bei dem Thema und können es schön abrunden, ausgewählt werden. Wer mehr über dich, über den Verlag kennenlernen möchte, der kann natürlich auch ins Internet gehen. Das heißt, einfach mal schauen unter Thorner Verlag und da haben sie einmal eine Auflistung all der Bücher, die bei dir erschienen sind, aber vor allem auch die zwei, die wir heute präsentiert haben, kann man dort bestellen. Und ich finde es immer schön, wenn man gerade so kleine Verlage und junge Autoren auch ein bisschen unterstützt. Und es ist mal ein anderer Lesegenuss. Man muss nicht immer nur die großen Bestseller sich nach Hause holen. Ja, und ich bringe immer nur Bücher mit, die ich selber kenne und die ich selber mag. Das ist ja wichtig, weil nur dann kann ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Wenn Sie Ihre Brille mal wieder putzen wollen, damit der Beschlag weggeht, dann sollten Sie auf jeden Fall die Bücher von Monika Thorner holen. Vielen herzlichen Dank, das war mal wieder sehr schön und war wieder eine Bereicherung für uns. Lesen macht ja nun mal auch klug. Und bildet. Absolut. Der Buchtipp wurde Ihnen präsentiert vom Thorner Verlag für deutsche Literatur, www.thorner-verlag.de. Telefon 040 500 49740.